Ne? Nein! Nee! Nee! Komm, 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 komm! Hoch! Hoch! Warum kommt ihr hier nicht raus? Nein! Oh! Ach, ich hab. Ach, das ist doof. Ach, wirklich. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Gibt es irgendwie. Ach, gucke mal. Erwischt. Lohnt sich schon. Muss halt stark genug sein, ne? Ah! Hm. Geil! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus, und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Wir haben in der letzten Folge sehr viel trainiert. Heute werden wir vor allem ein wenig uns um die Story kümmern. Jetzt will ich aber erstmal gucken, was verkauft der denn hier eigentlich? Weil der hat ja irgendwie wohl sehr viel. Vielleicht hat der nämlich auch Holz. Nein. Aber Beleber hätte. Oh. Oh. Ich habe auch nur noch 8 Pokebälle selber dabei. Ich glaube, ich muss mal ein paar Pokebälle holen. Beleber. Ich würde schon gerne mal ein paar Beleber holen. Wenigstens 3. 3 Beleber ist doch gut, oder? Wir haben viel zu wenig Kohle. Wir könnten natürlich auch erstmal Kohle holen. Warte mal, können wir das nicht auch schon machen? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir können doch schon Kohle holen, oder? Indem wir einfach schon mal Forschungs... Hä? Wow! War das etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstaben gleichende Muster, die in die Wände der Ruinen des Trostes gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es hier also mit einer Pokémon-Art zu tun, deren Gestalt verschiedene Formen annehmen kann. Lass mich deinen Pokédex einen neuen Abschnitt speziell für dieses Pokémon hinzufügen. Okay. Cool, das ist doch wie in dem Pokédex wurden die Incognito-Notizen hinzugefügt. Das erinnert mich an den Incognito-Dex aus Pokémon Gold und Silber. Na, in dem Abschnitt tauchen plötzlich seltsame Buchstaben auf. Dein Arceus-Phone hat eben auch reagiert, oder? Vielleicht zeigt es dir etwas dazu an. Incognito-Forschungsnotizen. Drücke den Y-Knopf, während du die Pokédex-Übersicht siehst, um auf deine Incognito-Forschungsnotizen zuzugreifen. Entziffere die geheimnisvollen Symbole und folge den Hinweisen, um die versteckten Incognito zu finden. Die Incognito werden ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um zu verhindern, dass du mit deinem Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Du kannst aber versuchen, sie zu fangen. Ah, sehr gut. Warte mal. Das will ich mir gleich mal. So, jetzt hier Y. Ah. Oh. Oh. Das heißt, die verschiedenen Incognito kann ich quasi mit diesen Hinweisen, die hier sind, dann finden. Oder we or what? Eine seltene. Der. Was ist das? Zeit. Eine. Seltlung. Warte mal, was steht da? Eine Siedlung der Zeit. So, Mann. Ich kann nicht lesen. So, wie ich sehe, hast du 9 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Nein. Doch, machen wir schnell. Ich brauche bloß ein bisschen Geld. 4000? Okay, das ist cool. 4000 ist gut. Lass mich mal sehen. Aktualisieren, cool. Ah, reicht aber noch nicht. Ich möchte die Forschung bitte fortsetzen. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt gleich nach da hinten hin. Oder was ist denn das hier? Neue Nebenmission? Müssten wir aber auch, warte, so gehen wir ran. Könnte man natürlich machen, ne? Könnten wir hier hinten hin? Oder wir gehen erstmal nach ganz hier hinten. Einfach, um erstmal das fortzusetzen, was wir hier eigentlich gerade machen müssen. Hier ist auch noch so ein verlorene Items, ne? Könnte man ja auch mal machen. Ach, warum denn nicht? Komm. Bleiben wir uns noch,
weil wir uns das noch gar nicht angeguckt haben. Bis jetzt da hinten? Wie komme ich denn da hin? Da muss man hier irgendwo hoch klettern. Komm! Ich weiß, du kannst es. Yeah! Und Parasek. Hallo. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, weil dann können wir hier nämlich mal kurz ein bisschen Erfahrungspunkte holen. Parasek gibt ja dann doch ein paar mehr Erfahrungspunkte. Von daher ist das ganz gut. So. Der ist ja auch 41. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, dann müssen wir. Geht sogar. Okay, nee, machen wir aber kaputt. Wenn wir ein Parasek unbedingt haben wollen, dann entweder fangen wir das Alpha-Parasek oder wir. Yeah! Guck mal, da hinten ist ein fettes Reinschuh! Alter Vater! Alter Vater! Ich dachte, wir machen heute ein bisschen Story, aber wenn das hier so weitergeht, dann war es das mit Story. Warte mal, warum komme ich denn jetzt hier nicht hoch? So. Bisschen nervig, ey. Komm, dann machen wir erstmal das Paraster fertig. Und dann kümmern wir uns um das. Ach, das wird spannend. Oh, ich glaube, das wird richtig spannend, das mit dem Reitschuh. Bestimmt doch gar keine Chance. Habe ich Tränke? Ja. Okay. Wer ist denn am besten gegen. Okay, Pudox. Nee, Pudox auch nicht. Ich habe hier tatsächlich. Also, wenn dann Igelava, ne? Alter, okay, das wird. Okay, das wird jetzt mal eine. Das wird ein bisschen schwerer, glaube ich. Vielleicht kann ich den auch irgendwie ablenken. Das könnte ich ja mal probieren. Siehst du, das habe ich noch nie probiert. So, erstmal überrumpeln. Das hat funktioniert. Das ist jetzt Level 52. Ach, scheiße. Ach, du Scheiße. Okay. Irgendwie, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie. Oh Gott. Oh. Wow! Okay, nochmal. Alter, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Nein! Es ist tot. Warum durfte der denn nochmal angreifen? Das ist gar nicht geil. Okay, Luxio. Luxio könnte eventuell wegen der. Warte, wir brauchen aber erst Items. Wo ist mein. Sortieren war so. Danke. Unbedingt Beleber einsetzen und irgendwie hoffen, dass wir. Cooler Augen. Okay. Cooler Augen ist gut. Wir sind schnell, oder? Sind wir schnell? Sind wir nicht? Shit! Okay, das hat er überlebt. Das ist gut. Biss. Okay. Als starke Attacke. Ja. Oh Gott. Komm schon. Nein. Was? Aber er ist nochmal dran. Schade. Och, das hätte. Ah, okay, Igelava, du musst jetzt hier irgendwie. Wollen wir es versuchen zu fangen? Oh Gott, ich will versuchen es zu fangen. Warum will ich das? Warte. Oh Gott, das wird doch nie was. Okay, wir haben die Chance. Raichu ist fast besiegt. Wir können uns das jetzt leisten, hier einfach mal zu versuchen. Oh Gott. Ja! Oh fuck, ja! Oh yeah! Oh, scheiße, ja! Wir haben fucking Alpha-Reitschuh Level 52 gefangen, Mann! Oh, shit, ja! Yeah. Oh, shit!
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer zur Hölle greift mich da gerade an? Du? Du greifst mich an? Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens. In diesem Spiel. Glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool das einfach ist. Und Nebula kann sich auch entwickeln. Oh. Holy moly, ey. Hier, X entwickeln. Ja, Mann. Oh, es ist ein bisschen schade, dass das Luxio keine Erfahrungspunkte abbekommen hat. Aber ey. Alpha Raichu. Level 52. Glückwunsch, dein Nebulak hat sich zu einem Alpollo entwickelt. Apollo steht eine neue Attacke zur Verfügung, das ist aber schön. Richtig schön. So, warte, wir machen noch erstmal. Das EP-Bonbon dürfen wir hier nicht. Moment. Nicht liegen lassen. Deswegen. Ich kurz das. Habe ich noch irgendwas? Ich könnte vielleicht was herstellen. Ganz eventuell. Guck mal, ein Beleber zum Beispiel. Das ist doch gut. Dann kann ich auch noch Tränke herstellen. Auch cool. Und das kann ich auch herstellen. Gut. Jetzt habe ich doch wieder ein bisschen Platz, oder? Ja. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Also ich kann es schon glauben, weil es einfach total gut ist. Ey, und jetzt von Level 29 auf Level 32 gekommen. Mein Eagle Lover. Das heißt, dass wir nämlich auch ganz schön schnell dann wieder, dass wir es bald zu Tornupto entwickeln können. Und das ist mega gut. Das ist mega gut. Hier das Paras nehmen wir jetzt auch noch mit. Also, nicht mitnehmen, ne, aber hier. Nehmen die Erfahrungspunkte noch mit. Wir sollten auch mal wieder Pokémon fangen. Wir fangen ganz wenig Pokémon zurzeit. Und war hier nicht eigentlich dieses da hinten? Da wollten wir doch eigentlich hin. Ist noch ein anderes Nebulak. Das Problem ist, mit den Nebulak hier, die wollen sich ja auch größtenteils gar nicht fangen lassen, ne? Da, die kann man immer nicht so fangen. Das heißt, ich muss immer erst gegen die kämpfen. Kann ich auch machen. Kann ich auch machen. Komm, dann machen wir hier ein bisschen Glut. Wir wollten eigentlich Story machen, ne? Wenn das so weitergeht, wird das nichts mehr mit Story heute. Okay, okay, gut, 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 gut. Nein, oh, diese Steuerung, ey. So. Pokéball geworfen. Ich muss viel mehr Pokémon fangen. So, jetzt haben wir hier die Tasche zurückgeschickt. Sehr schön. Warte mal, geht der hier dann von alleine weg? Nee. Muss ich den immer noch mal... Ja, okay. So, runter. Hep, hep. So, und jetzt gehen wir... Venofliebes. Ha, wir brauchen die Erfahrungspunkte. Mist. Ich kann den nicht so stehen lassen. Also, ich muss das ja mitnehmen. Wir sollten vielleicht noch mal schnell noch mal kurz uns ausruhen. Guck mal, jetzt sind es gar nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, ne? Vielleicht nehmen wir auch Raichu mit. Oder heben wir uns Raichu für später auf. Raichu wäre halt gut, wenn wir noch andere Elite-Pokémon fangen wollen. Da würde uns Raichu sehr helfen, obwohl wir noch keine Pokémon bis Level 50... Oder obwohl wir Pokémon bis Level 50 noch gar nicht mitnehmen können, glaube ich. Okay. Dann. Okay, hier kommen wir wieder nicht weiter. Oh. Wo waren jetzt hier diese Brücke? Da. Vorsicht, Vorsicht. Okay, und weiter. Warte mal, ist Tangelos jetzt wieder da? So. Müssen wir auch gleich mal gucken, ne? Ah.
glaube, wir es mit Zipote, so gerne ich das auch weiter durchziehen würde, ich glaube, das müssen wir irgendwann aufgeben, weil die einfach nicht mehr... Aber guck mal, da oben. Kommen wir da hin? Oder müssen wir da von der anderen Seite ran? Das ist jetzt voll. Ne, hier lang, ne? Na, so. Habe ich doch richtig gesehen. Story wird langsam ein bisschen knapp hier, ne? Ist einfach ein bisschen... Dauernd findet man hier noch irgendetwas anderes. Und wenn das nur irgendwelche Zipote sind, die man kurz noch mitnehmen muss. Ah, die werden jetzt fliehen, oder? Nee, noch nicht. Sehr gut. Sehr gut, noch nicht geflohen. Okay. Wenn der Zip... Warte mal, was sagt denn der hier? Ach, dass mein Beutel voll ist, oder? Nee, irgendwas mit WLAN-Zeug. Internet. Wir machen ja nichts mit Internet. Obwohl wir vielleicht da auch mal drüber nachdenken sollten, ob wir irgendwas mit Internet machen, weil da gibt es ja auch noch Boni, habe ich gehört. Ab und zu mal. Vielleicht sollte ich das nicht verkommen lassen. Naja, das mache ich auf Aufnahme mache ich das vielleicht mal. Ich mache vielleicht im Hintergrund. So. Wir machen das Apollo auch noch ein bisschen stärker. Man kann ja dann so Sachen kaufen. So ein Linkkabel oder so, glaube ich, kann man irgendwie kaufen und das dann benutzen, um diese Pokémon zu entwickeln, wie Apollo oder eben auch Mashok, ne, dass die sich dann weiterentwickeln können. Ich weiß nicht, warum die das so hier mit reingenommen haben. Das ist ein bisschen, es wirkt irgendwie ein bisschen falsch. Also ich weiß mit diesem Linkkabel, nee, das passt irgendwie nicht. Komm, wir versuchen mal ein paar Pokémon hier zu fangen. Vielleicht wird es ja was. Was ist hier? Kann ich die mitnehmen? Nee. Ah, oh, guck mal da hinten. Blitzt es gülden? Ah, hier sind jetzt die ganzen... wie heißen die nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Pokémon... Scheiße. Schön Pokéball verballert. Wie heißen die Pokémon nochmal? Komm grad nicht drauf. Und irgendwas greift mich gerade an. Wir sind immer noch voll weit entfernt von dem Ort, wo wir eigentlich hinwollen. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich komme nicht voran. Ich lasse mich immer ablenken. Ich bin so. Ich lasse mich gerne ablenken. Genau, und hier war doch dieses Alpha... Dingsbums. Vielleicht lassen wir es aber auch einfach mal alles ganz kurz liegen. Ja, wir lassen alles mal kurz liegen, einfach damit wir mal ein bisschen vorankommen. Was ist denn hier los? So. Hallo. Wer bist du denn? Sei gegrüßt. Bist du nicht der Junge vom Forschungstrupp, der den König des Waldes besänftigt hat? Würdest du uns bei der Errichtung der Ödnisbasis zur Hand gehen? Ikutaro, ein Lehrling vom Bautrupp, sucht derzeit Unterstützung von Leuten, die es sich zutrauen. Warum bin ich gerade in so einen komischen Dialekt gegangen? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hin und helfe. Vorher mache ich aber das hier kaputt. Das ist so ein Kleinstein. Na gut. Und... Putz! Also direkt vor der Nase. Das ist auch ein bisschen lustig, war es schon gerade. Okay. Ah, guck mal. Was für ein Gestank. Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager errichten wollte. Ein Skunkapu allein ist ja schon schlimm genug. Aber gleich mehrere auf einmal? Ich bräuchte Hilfe von jemandem, der sich gut mit Kämpfen auskennt. Ich kenne mich aus.
Wirklich? Du weißt aber schon, dass Kunkapu ordentlich stinken, oder? Ich mach das schon. Wenn du drauf bestehst, deine Gegner sind 3 Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sage ich dir. Hey, die sind voll süß. Ah, jetzt aber Bojelin ist, glaube ich. Naja, okay. Warum denn nicht? Aber sind nicht 3 auf einmal, oder? Doch, sind's. Okay. Ja, macht nichts. Komm hier, Bojelin. Können wir vielleicht sogar... Ah, ne, guck mal. Eine Attacke reicht völlig. Na dann, bitte. Dann eine nach dem anderen. Die Vergiftung halten wir aus. Ich weiß nicht, Sternschauer geht auch nur auf einen Pokémon, oder? Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne versuchen, eins mindestens davon zu fangen. So. Hätte man auch gleich versuchen können, einfach alle 3 zu fangen. Dann muss man nämlich gar nicht kämpfen. Vielleicht wäre das auch ganz gut geworden. Außerdem hätten wir dann ein paar mehr Pokémon gefangen. Ui. Ui, nee, das war jetzt nicht das Ziel. Ah, da werden wir Bojelin mal wieder beleben, weil das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Der hat sich jetzt so viel Mühe gegeben, da können wir den nicht besiegt lassen. So, schnell Beleber. Und Igelava macht dann hier den Rest. Ne? Tackle, ich bitte dich. So. Lappenrad. Mist. Okay. Aber schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Gut, Ruckzuckieb. Fertig. Ende Gelände. So muss das. Ist klar, auch Levelaufstieg von Pudox. Es geht ja. Du bist ja wirklich stark. Und auch deine Pokémon sind so mutig. Du hast beim Kampf gegen die Skunkapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick. Okay. Puh, na was sagst du, hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Die Skunkapu haben glücklicherweise ihren Gestank mitgenommen. Also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Cool, was habe ich bekommen? Nichts weiter. Basislager ist verfügbar. Oh, ist der Typ creepy, wie der einfach so ankommt, so hallo. Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. Kann ja sein, ne? Man weiß ja nie. So, ausruhen. Nur ganz kurz. Dann mal ein paar Items wieder ins Lager packen. Warte, erstmal sortieren. Hä, warum sind die Pokéball hier unten? Raff ich nicht. Okay, alle verschieben. Alle verschieben. Alle verschieben. Ich weiß, dass man die auch irgendwie gut nutzen könnte für... Oh. Feuerstein. Das mit dem Leistungssand muss ich mir auch mal genauer angucken. Na, vielleicht kann ich auch erstmal hier... Was? Hä? Dieses Item bewirkt, dass du für kurze Zeit geräuschlos läufst und seltener von wilden Pokémon bemerkt wirst. What? Aber warum habe ich... Ich habe gar keine Aprikokos. Das ist nicht okay. Ich glaube, ich muss wirklich, wirklich viel mehr Aprikokos sammeln. Weil ohne Pokébälle wird das hier... Naja, relativ schwierig, sagen wir mal. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ganz schön viel Freifläche. Aber hier kriege ich auch bloß Persib. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte wirklich, wirklich Aprikokos haben. Wo kriege ich den denn jetzt her? Wo kriege ich denn jetzt Aprikokos her? Guck mal hier hinten. Was gibt's hier noch? Da steht doch jemand rum. Warum stehst du hier so rum? Wer bist du? Ein Galaktikmitglied.
Pokémon lassen hin und wieder Leistungssand und Leistungskies fallen. Die kannst du nutzen, um deine Pokémon zu stärken. Okay, danke schön. Ja. Machen wir auch noch. Irgendwie. Irgendwann. So. Müssten jetzt eigentlich noch weiter in die Richtung. Ich würde das schon gern noch ankommen. Wenigstens. Wenigstens ankommen. Müssen wir uns aber auch mal ein bisschen beeilen. Out. Egal, komm. Da bist du ja, Butch. Ursulana mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meine Illusionflöte spiele, zeigt es sich sofort. Und jetzt muss ich gegen es kämpfen. Nun zeig Ursulana, wie stark du bist. Aber denk dran, dass Ursulana ein sehr wichtiges Pokémon für den Perlclan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. Welches Level hat denn das? Okay, egal. Irgendwie machen wir das schon. 26. Ja, okay. Komm, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Jo, könnte dauern. Und Bodenattacken sind leider viel zu effektiv gegen Feuer. Ja, okay. Was soll's, Bojelin natürlich. Müssen wir aufpassen, dass wir... komm, wir machen erstmal, wir überprüfen erstmal, wie stark wir sind gegen Ursulana. Okay, das funktioniert. Damit wir dann nämlich gleich... Scheiße. Den Beleber einsetzen können. Igelava muss auf jeden Fall die Erfahrungspunkte bekommen. Alter, guck dir mal die Klauen an. Gut, Bojelin ist tot. Das hat sehr gut funktioniert, Butch. Hat richtig gut funktioniert. So ganz toll gemacht. Gibt es irgendwas noch anderes sehr effektives? Nee. Ich kann Pudox mal kurz zur Überbrückung reinholen. Ah, komm, wir versuchen es mal. Wir haben mit Pudox noch gar nicht gekämpft, oder? Ui. Okay, Tempotechnik, Kulleraugen. Ja, okay, mach halt. Giftstachel könnten wir noch machen. Konfusion nochmal als Kraftattacke. Vielleicht reicht das sogar schon. Oh, nee. Oh, nee. Ach, schade. Na gut. Gut, lassen wir halt die Gelaber den Rest machen. So. Ruckzuckieb. Und es war's. Putz. Du hast Ursulana besiegt. Naja. Mein Liebling Ursulana, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Perlclans, unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin Toxintilger. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursulana verwenden. Ah, schau, es scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Es war nicht voll in Rage. Genau, ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallene Axanto beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Ursulana ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Ursulanas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder.
Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Hinatsu vom Diamantclan überhaupt mit mir über Ursulana sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast etwas Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysienflöte für mich spielen? Töre! Töre! Ursulana hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Erdtafel von Ursulana. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Boden inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Boden. Ursulana ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Du kannst Ursulana nun zu dir rufen, um mit ihm nach Schätzen zu graben. Warum stand da gerade noch Luna? Das habe ich gerade nicht verstanden. Ursulana ist in der Lage, vor ihm vergrabene Schätze zu wittern und eilt auf diese zu. Wenn du siehst, dass Ursulanas Spürnase an einem Ort besonders stark reagiert, solltest du den Y-Knopf drücken, um es nach einem Schatz graben zu lassen. Vielleicht findest du ja die ein oder andere Kostbarkeit. Cool. Und wie gesagt, Story haben wir für die heutige Folge geschafft. Deswegen sage ich jetzt einfach mal danke fürs Reinschalten. Danke, dass ihr vielleicht sogar schon abonniert habt, vielleicht auch kommentiert habt, vielleicht auch geliked habt. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das ganz schnell. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen auch wieder. Wenn es wieder heißt, Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut.